Hallo, heute zum Freitag, den 13. geht es hoch in den Norden von Belgien und zwar zur Brauerei Bruchs. Die befindet sich oben oberhalb von Gent noch in den Norden, ganz nah bei der holländischen Grenze, ein paar hundert Meter nur von da. Und sie spielen auch unter anderem auf ihren Flaschenetiketten so ein bisschen mit dieser Grenze. Da sieht man so einen kleinen Grenzverlauf. Die Brauerei wurde gegründet 2013 von zwei Brüdern und ihrem Schwager, daher auch dann der Name Brauerei Bruchs. Und sie haben sich bei ihrem Logo so ein bisschen dann an die Brüder, die in Klöstern leben, angelehnt mit dieser Kapuze. Und so finde ich ein sehr stimmiges Design. Ihre ganzen Biere sehen so aus, also immer verschiedene Farben. Hier haben sie es in Orange gehalten. Es gibt es aber auch in Blau und in Schwarz, glaube ich, und in Grün jeweils ihre verschiedenen Biere. Und diese mussten sie ich glaube, im August mussten sie diese umbenennen. Vorher hieß ihr Imperial Stout, was wir dann heute vor uns haben, Schwarze Reiter, also der Schwarze Reiter. Dieser Name war aber schon im Besitz, vor allem für dann eben für Bier, der Gülpener Brauerei aus Holland. Die hatten für Benelux einen Markennamen hinterlegt und somit mussten sie sich dann etwas überlegen, haben das dann wieder als Chance gesehen, also nicht noch lange prozessiert bzw. sich lange Gedanken darüber gemacht, wie sie das denn jetzt anders lösen können, sondern haben dann direkt ihre ganzen Aufstellungen, was die Markenname angeht, überdacht und haben dann gesagt, okay, dann konzentrieren wir uns auf diesen Brauereinamen, die Bruchs, und schreiben einfach drunter, was man in der Flasche findet. Also hier zum Beispiel das Imperial Stout, es gibt aber auch noch ein Hoppy Pale Ale. Und so weiter. Also, sie schreiben jetzt einfach nur darauf, was drin ist. Macht es für den Konsumenten, der am Regal steht, natürlich einfacher, der direkt sagen kann: Okay, da ist dieses Bier drin, ohne jetzt einen fantasievollen Namen daneben zu haben, wo man sich danach nicht wirklich was drunter vorstellen kann. Also, hier Problem, Lösung gesucht und ich finde, das ist wunderbar gelöst. 2013 gegründet, wie schon gesagt. Anfangs war ihnen das Risiko ein bisschen zu groß, eine eigene Brauerei zu haben. Haben dann in zwei anderen Brauereien gebraut und haben dann 2016 entschieden, okay, wir wagen den Schritt, hatten da bis dahin schon sehr erfolgreich ihre Biere auf den Markt gebracht und haben dann die alte Brauerei, der Brauerei Mahnhaut, da hatten wir mal ein Bier, ich glaube Ferre, im allerersten Adventskalender von und so kann es immer mal passieren, wenn eine Brauerei ihre Anlage verkaufen will, damit sie Platz hat für eine neue, können so wiederum die aufsteigenden kleinen Brauereien an gutes Material kommen, was auch schon ausgiebig getestet wurde. Und in der Regel geben die Brauereien auch gerne ihr Know-how weiter, wie man mit dieser Anlage arbeitet. Und so kann man auch für kleineres Geld dann, da man doch für eine große Anlage relativ viel Geld einplanen muss, für kleineres Geld dann sich vergrößern bzw. starten, wie in diesem Fall. Wir haben hier einen Imperial Stout. Sieht man auch schon schön an der Farbe. Ganz, ganz dunkelbraun, geht ins Schwarz. Der Schaum hat jetzt nicht lange gehalten, aber das Bier war dann auch schon eingeschenkt. Schöner brauner Schaum. Und da hat man auch schon direkt diese leichten Röstaromen, Karamell in der Nase. Auch so eine leichte, bittere riecht man schon raus. Ein bisschen likörisch, ein bisschen Karamell, ein bisschen Toffee. Und hinten raus nur eine ganz leichte, bittere. Sie verwenden hier für dieses Bier Mandarina Bavaria. Man hat den Eindruck, jetzt wird man so ein bisschen rausschmecken, so ein bisschen diesen Orangenaroma. Das ist eine deutsche Hopfensorte, die dafür bekannt ist, eben diese Mandarinen-Orangennote abzugeben. Aber nur ganz leicht, so ein bisschen im Hintergrund verschwindet es dann auch wieder so langsam. Aber eine schöne Süße, eine schöne Stärke, hat auch 10%, die man jetzt nicht unbedingt rausschmeckt, aber es wärmt schon schön den Hals herunter. Ein wunderbares Bier finde ich für das Wochenende einzuleiten. Gerne abends auf dem Sofa bei einem schönen Stück Käse, wie zum Beispiel einem Gorgonzola. Man kann da ruhig ein bisschen kräftigeren Käse dazu nehmen oder auch einfach so als quasi Dessertbier bzw. Absacker nach dieser Woche. Und wenn es jetzt ungemütliches Wetter wird, dann passt das natürlich noch viel besser.
Ich wünsche euch damit viel Spaß, Einstieg ins Wochenende und wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video und auf jeden Fall Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in St. Vith. Da habe ich dann meinen Stand dabei, unter anderem dieses Bier natürlich auch dabei. Und dafür sage ich jetzt Prost und bis morgen.